Hallo, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobbykompanie aus Quickborn. Und heute ja mit einer Kleinigkeit, nur die entstanden ist ja aus irgendwas, wenn man so dabei ist. Du kennst das bestimmt. Okay, also es wird hier eine kleine Verpackung für meine Tags, die ich ja so gerne mache, in allen möglichen Variationen und Ausführungen. Passt auch immer irgendwie. Also ich mag das total gerne. Und ja, manchmal möchte ich vielleicht so eine kleine Hülle dafür haben. So, und die ist dann jetzt entstanden. Und zwar, ich habe hier das Designerpapier Gartenimpression, einfach weil es gerade da lag. Und da sind super schöne bunte Teile mit drin. Ich nehme mein Falzbrett für Geschenktüten und lege mir das hier an den Anfang an, also an diese Nase. Und stanze einmal, dann falze ich hier und ich falze hier einmal auf Side. Das ist ja für diese Falte bei der Tüte, aber wir brauchen es jetzt halt für dieses Teil. So, einmal die Falzlinie ziehen, dann gehe ich weiter, lege die Falzlinie an diese Nase an und stanze und falze hier oben. Und auch auf Side. So, und das Ganze mache ich noch einmal. So, stanzen. Und ja, eigentlich bin ich schon fertig. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich hier oben nicht gefalzt. Das hole ich noch mal nach. Also hier oben eigentlich immer falzen. Wobei das eigentlich das Unterteil ist. Egal. So, dieses brauche ich nicht. Dafür nehme ich mir mal kurz hier meinen Papierschneider. Du kannst es auch von Hand abschneiden, wie du das gerne möchtest. Also da, wo keine Rundung dran ist, das kommt weg. Also ich drehe das mal um und lege jetzt diese Falz hier auf so 1 cm in etwa für die Klebelasche. So, jetzt falze ich das alles ein bisschen. So wird das gleich zusammengeklebt und jetzt muss ich mal eben gucken. Ja, genau, so rum mache ich das. Jetzt nehme ich die Seite, an der diese Klebelasche ist und eine unserer Stanzen, entweder die 1 Inch oder die 3/4 Inch, ich nehme jetzt mal die und stanze so circa mittig so einen kleinen Eingriff. Und das ist gehört noch zum Verschluss. Und darum kann ich das hintere, dieses hier, wegschneiden. Also. So, jetzt kann ich das so und so zusammenkleben. Ich habe hier schon eins, was fertig ist. Und ja, jetzt kann mein kleiner Tag oder was ich auch immer habe, da rein. Der ist jetzt ein bisschen lang dafür. Okay, also das ist mal hier so eine kleine Hülle. Du kannst aber auch einen Umschlag machen. Auch das geht ganz simpel und einfach. Ja, und du siehst, ich konnte gar nicht wieder aufhören. Ich habe also jetzt eine ganze Menge Teile davon gemacht, wie das dann so ist, wenn man mal dabei ist. Und ich habe auch so kleine, ja, Umschläge damit gemacht und auch die sind ganz, ganz simpel und einfach. Also genau wie ich dir das vorher gezeigt habe. Ich habe das Ganze hier mal in weiß gemacht und ja, das sind hier diese zwei Laschen praktisch und ich habe das unten auch noch mal gefalzt und ausgestanzt. Das ist hier die Klebelasche, ja, und das ist ganz simpel. Ich habe hier mal angekreuzt, was ich dann wegschneide. Also das Ganze wird ja so zusammengeklebt und das ist jetzt hier meine Vorderseite und dann schneide ich hier diese Lasche weg und die werde ich auch wieder hier stanzen mit dem kleinen Eingriff und auf der anderen Seite schneide ich diese hier weg. So. Und jetzt zeige ich dir einmal ganz kurz, wie es dann aussieht. Also ich klebe das Ganze so zusammen. Diese Lasche kommt hier nach hinten
Und das ist die Lasche, die vorne für den Verschluss ist. Ja, und ich habe es jetzt mal hier in Flüsterweiß gemacht. Und da kommt jetzt hier einer meiner Lieblingsstempel im Augenblick, das Dandelion Wishes mit diesen Pusteblumen. Ich finde das total schön. Und das will ich jetzt da drauf geben. Und da soll dann ein schwarzer Tag rein. Du erinnerst dich vielleicht hier an diese, die ich auch so beglimmert habe. Und ich verwende dafür jetzt auch mein Stays On. Also das ist ja wasserfest. Und dann kann ich das nämlich wieder mit unserem tollen Glanzspray beglimmern. Also los geht's. Und dann zeige ich dir nachher, wie es aussieht. Ach, und das bringt ja total viel Spaß. Hier neben meinen, die ich schon gemacht habe, habe ich jetzt auch dieses Teil fertig. Also du siehst, ich habe das so richtig schön beglittert. Ich hoffe, du siehst es. Dann habe ich so einen kleinen Gruß draufgesetzt in schwarzem Farbkarton. Auch beglittert und in Gold embossed. Total süß. Und den Rand habe ich mit dem Fingerschwämmchen geinkt. Also so ganz leicht, schön vorsichtig. Auch die Rückseite. So, und jetzt will ich aber da noch auch was in Schwarz aufbringen. Und da kann man ja, ich habe das bei diesen hier zum Beispiel, habe ich ja Teile abgeschnitten und das habe ich dann einfach vorne drauf geklebt, sodass das ja halt so wiederkommt. Total viel Spaß, echt. So, und jetzt habe ich mir einfach so ein kleines Teil nochmal hier ausgestanzt. Das kannst du ja ganz simpel mit dem Falzbrett machen. Und das klebe ich jetzt noch mal da oben drauf. Sieht das cool aus? Ich finde das so eine tolle Sache. Und ja, mir bringt das unendlich viel Spaß, so rumzutüdeln hier. Das war's aus Quickborn. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß wie ich. Tschüss!